Der YouTube-Kanal, kurz gesagt in a nutshell, den ich eigentlich sehr schätze, hat in seinem Video Banking erklärt, Geld und Kredit, unter anderem die Geldschöpfung erklärt. Und das gucken wir uns gleich mal an. Ich muss euch vorwarnen, das Video ist auf Englisch. This is a simplified version of the way it works. People keep their money in banks and receive a small amount of interest. The bank takes this money and lends it out at much higher interest rates. Also laut dieser Beschreibung nutzen Banken die Spareinlagen ihrer Kunden, um aus diesen Spareinlagen Kredite zu vergeben. Diese Aussage wird auch später im Video nochmal wiederholt. This process is essential for our economic system because it provides resources for people to buy things like houses or for industry to expand their businesses and grow. So banks take funds that are unused by savers and turn them into funds society can use to do stuff. Diese Beschreibung von kurz gesagt ist schlichtweg Unsinn. In Wirklichkeit vergeben Banken Kredite aus dem Nichts und müssen dabei lediglich eine Mindestreserve bei der Zentralbank hinterlegen. Diese Mindestreserve ist von Währungsraum zu Währungsraum unterschiedlich. In den USA liegt sie bei 0%, im Euroraum bei 1%. Kreditvergabe und Spareinlagen stehen in fast keiner bzw. überhaupt keiner Korrelation zueinander. Der eindeutige Fehler im Video wird weder in einem angepinnten Kommentar noch in der Videobeschreibung aufgeklärt. Und auch der kurzgesagt Community scheint dieser Fehler nicht aufgefallen zu sein, wenn man sich die Kommentare bzw. die sehr positive Bewertung des Videos anschaut. Kurzgesagt hat hier also Falschinformationen verbreitet, die über 8 Millionen Menschen erreicht haben, die das größtenteils nicht gemerkt haben werden, dass die Erklärung, wie Geld entsteht, in diesem Video falsch ist. Aber wie ich schon sagte, ist kurz gesagt eigentlich ein relativ guter Kanal, der sonst eher einen Beitrag zur Aufklärung als zur Desinformation leistet. Also das ist jetzt wirklich nur ein Kritikpunkt an einem einzelnen Video. Ich war ohnehin gerade mit einem Video zur Schuldenbremse beschäftigt, welches bestimmt innerhalb der nächsten Wochen erscheinen wird.